Hallihallo Freunde, heute geht es darum, auf einige Anfragen habe ich jetzt einfach mal ein Video gedreht, wie man eine Zweitbatterie in seinem T4-Bus verbaut und wie das Ganze dann verkabelt wird. Also, dann wünsche ich euch viel Spaß nach dem Intro. Jetzt sind wir draußen angekommen, direkt am Motorraum. Die Motorhaube ist offen. Hier drunter sitzt die Batterie. Ich werde das mal alles aufbauen und dann geht's weiter. Jetzt möchte ich als allererstes was zur Grundausstattung sagen. Und zwar haben wir hier die ganz normale Starterbatterie mit dem Minuspol und dem Pluspol. Die wird ganz normal von der Lichtmaschine aufgeladen. Und zwar ist die angeschlossen an den B-Plus-Anschluss. Was das jetzt aussagt, ist völlig wurscht. Ist auf jeden Fall unten an der Lichtmaschine der Anschluss. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem eigentlichen Teil, was wir auf jeden Fall benötigen, um eine Zweitbatterie in so einem T4-Bus oder allgemein in einem Auto einzubauen, was wirklich ganz, ganz wichtig ist. Das ist nämlich das Trennrelais. Und zwar ist das dafür da, sollten wir jetzt zwei Batterien einfach parallel zueinander schalten und wir nutzen jetzt im Innenraum Licht, Radio, Fernseher, was auch immer ihr da habt, dann würden die sich gegenseitig entladen. Also theoretisch, wenn die im Innenraum jetzt benutzt wird, dann versuchen die sich auszugleichen. Das heißt, irgendwann ist auch eure Startbatterie leer. Und dann könnt ihr das Auto nicht mehr starten. So, dann haben wir hier jetzt das Trennrelais. Das sorgt dafür, dass die beiden Batterien voneinander getrennt wird. Und zwar müssen wir es hinkriegen, dass, wenn ihr den Motor anschaltet, dieses Relais schaltet und beide Batterien miteinander verbindet und somit lädt die Lichtmaschine beide Batterien gleichzeitig auf. Was ich unbedingt noch sagen möchte ist, lasst das Trennrelais bloß nicht einfach so rumflattern, wie ihr das jetzt hier gerade seht. Ganz wichtig ist, dass ihr das irgendwie noch isoliert. Das heißt, nehmt euch eine alte Tupperdose oder irgendwie von mir aus auch eine Plastiktüte oder irgendwas und macht das darum, dass es auf jeden Fall diese Kontakte hier niemals an Masse kommen können, weil dann gibt es natürlich einen kräftigen Kurzschluss. Und auch wichtig bei diesen ganzen elektrischen Arbeiten hier an dem Auto, wenn ihr euch null damit auskennt, lasst es einfach vielleicht besser, weil ihr könnt euch damit auch wirklich was kaputt machen. Es können Kurzschlüsse entstehen. Also bitte nur, wenn ihr euch sicher seid, ja, ich mache das. Wichtig auch ist zum Beispiel, wenn ihr an den Dingen arbeitet, von der Hauptbatterie den Minuspol abzunehmen, von mir aus auch den Pluspol, so dass ihr keine Spannung mehr irgendwie im Bereich des Autos habt oder dass ihr einfach keine Kurzschlüsse erzeugen könnt, weil dann kann auch nichts passieren. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Verkabelung. Also, wir haben jetzt eine Leitung von der Starterbatterie über die Sicherung, die ihr hier sogar sehen könnt. Und ansonsten schaut ihr euch den Schaltplan mal genauer an, dann seht ihr auch, was ich meine. Das ist die 80 Ampere Sicherung. Die geht auf das Relais, auf den Anschluss 30. Das ist die Klemme hier an dem Trennrelais. Geht weiter rum. Von der Klemme 87 geht eine Leitung ab, geht hinten zur Batterie, die ich euch jetzt zeige. Die Zweitbatterie wird auch ganz normal auf Masse gelegt, das heißt irgendwo auf die Karosserie legen, schön freien Punkt suchen, ansonsten selber frei machen, vom Lack befreien, dass ihr einen richtig schönen Kontakt habt. So, des Weiteren am Trennrelais haben wir jetzt zwei Hilfskontakte. Dazwischen liegt ein Relais, das schaltet quasi eure größeren Leitungen, also das heißt da, wo der größere Strom rüberläuft. Dieses Trennrelais ist für 100 Ampere ausgelegt. Ich packe euch mal so einiges in die Beschreibung, also das ist nur ein Beispiel. Also 100 Ampere sind dicke ausreichend. Das blende ich jetzt auch nochmal ein. Ich habe hinten nur eine 60 Ampere Sicherung an der Batterie. Das heißt, diese 100 Ampere, wenn die erreicht werden würden, wäre schon längst die Sicherung hinten defekt. Aber jetzt kommen wir zu den Hilfskontakten selber, wo die angeschlossen werden müssen. Und zwar haben wir da den 86er Anschluss. Das ist mal in dem Fall das schwarze Kabel. Ihr könnt es auf dem Schaltplan auch gut erkennen. Den legen wir ganz normal auf Masse, entweder auf die Karosserie oder auf den Minuspol von der Batterie, weil die ja hier sehr in der Nähe ist, wenn ihr das Trennrelais hier hinpackt. Dann haben wir noch den Kontakt 85, der ist hier auch beschrieben auf dem Schaltbild des Trennrelais. Und der muss jetzt, Achtung, auf den D-Plus-Anschluss von der Lichtmaschine. Wo ihr den findet, das blende ich euch jetzt mal ein. Ich hoffe, das ist gut zu erkennen, weil es ist etwas schwierig darzustellen.
Und wenn ich euch das genauestens in der Praxis zeigen wollen würde, dann müsste ich meinen ganzen Sicherungskasten ausbauen und das wäre wirklich zu kompliziert. Also ich habe es hinbekommen über diese Bilder, die ich euch jetzt auch eingeblendet habe. Und ansonsten einfach mal das Video auf Pause machen, genauer sich reinlesen und mal anschauen. Eigentlich wäre es das dann schon. Wenn ihr jetzt irgendwas nicht begriffen habt oder irgendwas nicht verstanden habt oder noch Fragen habt, gerne einfach fragen. Schaut euch auch unbedingt diesen Schaltplan an, auch wenn ihr keinen Schaltplan lesen könnt. Nach meinen Erläuterungen und meinen Erzählungen jetzt gerade könnt ihr eigentlich relativ gut nachvollziehen, wo ich was angeklemmt habe und was ich wie verbaut habe, damit es alles so funktioniert, wie es soll. Und dann seid ihr gewappnet. So, ich hoffe, ich konnte euch damit echt weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, geht gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und von Oskar, dann lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also haut rein!